So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2 Renegade. Im letzten Part haben wir Ashlyn, glaube ich, hieß sie, geholfen. Und sind hier auf dem Bazar zu Onin gegangen, der uns gesagt hat: Yo, ihr Ficker, ihr müsst hier in den Bergtempel der Precursor mir drei Gegenstände holen. Und dann bin ich glücklich und will euch heiraten. Was? Entschuldigung. Ja, gehen wir halt mal in den Bergtempel rein und tempeln dort rum. Gucken, was wir da so geiern können. Wir wissen zwar nicht, was für Gegenstände, aber drei Gegenstände. Ich könnte jetzt quasi auch drei Steine mitnehmen, das wären auch drei Gegenstände. Ist mir scheißegal. Ich könnte jetzt drei Steine hier mitnehmen in dem Tempel und dann wäre die gut. Dann wären es auch drei Gegenstände, aber ich will bestimmt was anderes. Ja, ich bin sogar richtig. Wow. Ich bin ja begeistert von mir. Dass ich mich mal nicht. Dass ich nicht so wie so ein Depp rumirre. Nicht mehr klarkommen, wie ich wo gelangen muss. This way. We need to go. Oder auch nicht. Falscher Weg, falscher Weg. Man könnte echt mal zählen, wie oft ich mich in dem Let's Play verirre. Ich glaube, das wäre schon nicht mehr feierlich. Also, irgendjemand von euch, Zuschauer, du musst zählen, wie oft ich mich verirre. Weil ich kann das nicht. Hab da selbst keinen Nerv dazu. Also musst du das für mich übernehmen. Weil ich gut bin und Befehl von mir, also los. Nee, meine gelbe Waffe hat keine Munition. Echt doof. Ich glaube, ich kann mich sogar noch an den Teil erinnern. Relativ weit kann ich mich noch erinnern. Zumindest so Pi mal Daumen ungefähr. Dass das hier cool aussah, auf jeden Fall schon mal. Eben da lang. Ach stimmt, das muss ich anschießen. Sterbe ich. Einfach mal. Ne? Machen wir das nächste Mal wieder. War toll mit euch, aber nö. Einfach nö. Ich wollte jetzt einfach sterben. Weil ist halt so. Ich hätte keine Lust mehr. Und da sehe ich schon wieder Gegner. Bumm. Die ich angeschootert habe. Weil ich Sniper Pro bin. Meine Präzision ist hier unglaublich. Ich glaube, ich muss irgendwas noch bekämpfen und es war nervig. Ich glaube, irgendwas wollte hier Beef. Beef. Fahre herunter. Ja. Ich weiß noch nicht mal wie die. Muss ich den irgendwo gegenrennen lassen? Weiß es nicht mehr. Die Panzerung hier von dem Vieh hat ja was ausgehalten. Einfach nur warten, bis er sich auf Beulen geht. Ja.
relativ einfach. Schalter. Oh, ja, gut. Spring halt alles weg. Ich wusste, da kam noch irgendwas Nerviges. Halbwegs nervig. Da war ein Picasso ab. Hab ich gar nicht mehr gesehen. Hab mir schon nicht mehr das Ding. Hoffentlich mal bald wieder genug Schädelsteine. Nee. Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, ging jetzt erst ab 250 weiter. Autsch. Steine. Sie kommen überall. Sie wollen mich plattwalzen. Ey, da gibt's was. Bestimmt Gesundheit. Ha, ich wusste einfach. Aber... Ich muss ja auch noch drauf rennen. Na komm, nächste Gesundheit, Dokre. Aber... Och nö. Och nö. Och nö. Oh Mann, oh. Och nö. Jetzt geht's aber los. Ah, fick. Oh. Hört's auf, ey. Komm wieder Gesundheit, hallo. Gibt dir was? Nee, gibt's natürlich nicht. Es ist dunkel. Für mich ist es dunkel. Och. Ja, jetzt stehe ich natürlich wieder ganz unten. Genau. Och, Mann. Ja, erwisch mich halt nochmal. Ja, komm. Ich kleine mal drauf. Ja, es ist halt. Boah. Ja, du bist. Sterbe. Die Steine haben es auf mich abgesehen. Ich sollte mir mal merken, ich sollte vorher nicht Dark Souls 3 wieder spielen oder überhaupt Dark Souls, wenn ich im NG Plus bin. Es ist nicht so doof. Das reizt ein bisschen. Besonders wenn man einen Haufen PKPs in die Fresse geballert kriegt. Wenn man keinen Bock drauf hat. Ja, komm, ja. Ja, nochmal. Nochmal Stein. Bitte, ja, noch mehr Steine, oh, ja. Jetzt wär's toll, wenn du speichern würdest, das Spiel. Das wäre sozial. Hier bei so einem Objekt? Gegenstand? Ja, ich glaube schon. Wetten, das ist der Preis? Das kleine Dingchen wird niemand vermissen. Eine meiner leichtesten Übungen. Niemand wird je merken, dass wir hier waren. Nö, nee, es wird niemand merken. Das Ding rollt einfach neben dran weg. Es wird schon niemand merken, dass wir eh hier waren. Nö, nö.
Kriegt schon keiner mit. Mehr dunkles Echo. Hier lang. Hier längs. Der dunkle Jack ist wieder verfügbar. Danke. Danke. Danke für die Schädelsteine. Sehr sozial. Arschloch. Ich ziehe mir die Hälfte vom Leben ab. Dann kommt bestimmt wieder so ein Rhino-Viech und dann ist sowieso Bullen offen. Ganz viele dunkle Ecke. Ja, das habe ich verkackt, ne? So wär's richtig. Nee, da komme ich noch nicht dran. Noch einmal. So, ist ja relativ easy noch alles hier. Zack. Scheiße. Und schon wieder Mist gebaut. Irgendwo. Ich glaube, den hätte ich nach links kicken dürfen. So Roundhouse kicken. Ich bin halt kein Puzzlemeister. Bin ich nicht. Oder einfach so. Ich glaube, da war das Vieh dann auf der Plattform. Und wollte mich ordentlich nerven. Wie ich an den Precursor abdrang komme? Kein Plan. Autsch. Und tot. Da haben wir schon die Nummer 2. Oder was sagt die Map? Ja. Die Nummer 2 dann. Ah, ich hab gerade die Steuerung mit GTA verwechselt. Das Dingchen vibriert vielleicht.
Das bringt voll, Mann. Ja, das bringt voll. Das vibriert auch ordentlich. Fuck. Da hätte ich lang gekonnt. So, sagt die Map, soll ich jetzt lang? Ein Schattück zurück. Hier links wahrscheinlich. Ja. Der Feuertrain reingedrückt, aber okay. Das muss man ja nicht verstehen. Ist ja Spielelogik. Darf man ja nicht in Frage stellen und so. Wenn ich Leben krieg, bin ich zufrieden. Muss ich natürlich nicht krieg. Denn ich habe es nicht verdient. Ja, daneben. Ja, too slow. I'm too fast for you. Nein. Okay. Den Schädelstein. Jetzt wird's gleich wieder bumm. Ich wusste es einfach. Weil ich hell sehen kann. Komm, schieß. Ha. Ich hab mal ohne Schaden zu nehmen überlebt. Ein Wunder ist geschehen. Toll. Aber auf einmal ganz schnell angefangen zu blinzeln. Oh, ich kann das echt relativ schnell. Das ist wenigstens noch ein Spiel. Genau. Ja, die Nervensägen mich hier getebeutelt haben. Weil mich gezwungen haben, auf den rumzuspringen. Erst gucken, wo der Schädelstein ist. Das andere ist egal. Hauptsache Schädelstein. Ja, die dunklen Jack-Fähigkeiten bekommen. Richtig. Ja. Okay. Ficke dich ins Knie. Und mit dem Satz würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Und wie immer, wenn es gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben. Abo dann komm wieder, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.